Hallo liebe Leute und willkommen zu den Gameswelt News heute am Freitag, den 14. August. Mein Name ist Dennis und ich habe einige schöne Themen für euch vorbereitet. Zum einen knallt's zwischen Epic Games, Google und Apple. Zu Legend of Zelda ist ein Markeneintrag aufgetaucht. Metro bekommt einen Multiplayer-Spin-Off und bei Halo Infinite hat man sich ein Episodenformat überlegt. Natürlich würde es uns wie immer freuen, wenn ihr den Kanal subscriben würdet und auf die Glocke drückt, damit ihr auch in Zukunft keine Neuigkeiten verpasst. In exchange, we have taken our tribute, our promise, our control. This power is ours and ours alone. Zwischen Epic, Apple und Google knallt es im Moment ganz ordentlich. Das liegt daran, dass Epic, genau wie schon vorher einige kleinere Entwickler, nicht ganz mit Apples und Googles Vorgehen einverstanden sind, wenn es um Geldtransaktionen in ihren Stores geht. Da agieren die beiden Plattformholder nämlich ziemlich restriktiv und erlauben es im Endeffekt ausschließlich Geldtransaktionen über die eigenen Services zu nutzen. Dagegen möchte Epic jetzt vorgehen. Fortnite, natürlich das aktuell größte Videospielprodukt von Epic, wurde aus den Google und Apple Stores entfernt. Im gleichen Zug wurde ein Kurzfilm veröffentlicht, der an Apples bekannte 1984-Werbung erinnert. Und es wurde im gleichen Zug auch Klage eingereicht gegen Apple und gegen Google mit dem Ziel, die Monopolstellung, die die beiden Plattformen bisher genossen haben, endlich aufzulockern. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich diese ganze Situation noch entwickeln wird. Und ich gehe davon aus, da wird es nicht das letzte Mal geknallt haben. 4A Games, das Studio hinter der Metro-Reihe, hat aktuell ein paar große Pläne an der Hand. Zum einen soll es zu Metro ein Multiplayer-Spin-Off geben. Da weiß man allerdings aktuell noch nicht, wird das competitive oder wird das ein Koop-Projekt. Man weiß nur, es wird auf jeden Fall wieder in der bekannten Metro-Welt spielen. Zum anderen hat man aber auch schon angedeutet, dass man an einem anderen großen Projekt arbeitet. Interessanterweise allerdings nicht an einem Metro-Projekt. Es soll sich um eine komplett neue und unbekannte Marke handeln. Worum es da geht, weiß man natürlich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, aber man darf auf jeden Fall gespannt sein, denn 4A Games ist ja durchaus für qualitativ ganz ordentliche Spiele bekannt. Wir haben ja schon darüber berichtet, dass Halo Infinite auf 2021 verschoben wurde. Jetzt hat Phil Spencer sich in einem Interview nochmal zu dem Titel geäußert und hat dort den interessanten kleinen Punkt angebracht, dass man sich nach dem eher durchwachsenen Feedback der Spielerschaft, sage ich mal, tatsächlich überlegt hatte, Halo Infinite ähnlich wie das Final Fantasy VII Remake in mehreren Teilen rauszubringen, damit man zum Release der Xbox Series X wenigstens irgendwas zu Halo abliefern kann. Die Idee wurde dann doch relativ schnell verworfen, weil man eben nicht ein unfertiges oder unvollständiges Produkt den Spielern anbieten wollte und stattdessen sich lieber darauf konzentrieren wollte, dass Halo Infinite den Erwartungen der Spieler gerecht wird. Wann es denn jetzt genau erscheint, das steht noch offen. Auf jeden Fall bleibt abzuwarten, wie viel sich denn dann jetzt noch am Spiel ändert, wenn es dann 2021 zum Release kommt. Bekanntermaßen ist ja dieses Jahr das 35. Jubiläum von Mario und da gibt es ja schon die ganze Zeit Gerüchte, dass dieses Jahr eine große Super Mario Collection kommt mit ganz vielen Mario-Spielen und sowas. Das hat sich bisher noch nicht bewahrheitet. So wie Nintendo dieses Jahr allerdings Spiele ankündigt, kann man sich gut vorstellen, dass da irgendwie kurzfristig einfach noch ein Release oder sowas kommt. Man weiß es aktuell ja nicht wirklich. Allerdings haben wir nächstes Jahr noch ein Jubiläum zu einem anderen Nintendo-Franchise, nämlich das 35. Jubiläum zu Legend of Zelda. Und auch da hat sich jetzt ein bisschen was Interessantes bewegt. Nintendo hat nämlich einen ganzen Haufen Trademarks registriert, die so ein bisschen darauf andeuten, neben dem Markeneintrag zu Ocarina of Time, der vor einiger Zeit schon bekannt wurde, die ein bisschen andeuten, dass da vielleicht auch eine Zelda-Collection im Anmarsch ist. Ob da wirklich was draus wird oder nicht, ist natürlich nicht bekannt. Ist alles noch große Gerüchteküche, aber interessant wäre es auf jeden Fall. Genau wie eine Mario Collection. Übrigens, ich hätte die doch dann sehr gerne mal. Ja, das waren wieder unsere Gameswelt News für heute. Vergesst nicht, heute auch wieder in Inside Coin reinzuschauen. Da ist nämlich eine neue Folge auf YouTube online. Und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin und ciao.